Ja, da sind wir jetzt bei Captain.TreasureTagger. Ich weiß nicht, warum Ruven es aufnehmen möchte, aber Ruven möchte es aufnehmen. Wenigstens ein Video von diesem grandiosen Spiel, wie wir im Kanal haben. Nehmen wir jetzt Captain.TreasureTagger auf. Aber, nehmen wir jetzt Captain.TreasureTagger auf. Aber was machen wir überhaupt hier drin? Ich sette das Spiel so ein bisschen. Du bist doch zu 100% fertig. Ja, ich habe 100%, das ist richtig. Na dann zeig mal, was du kannst. Bloß nicht. Na doch. Wir gehen alle Episoden durch und ich gebe dir aber mal das Spiel immer und dann... Nebenbei, das sind ja wirklich so auch ein Vorbild, ne? Ja, das ist tut atemberaubend. Ja, Ruben ist fasziniert davon, dass er in Vollbild... Oh, da sind Shy Guys. Nebenbei, wir haben jetzt Version 1.1 hier, wurde gerade abgedatet. Wir haben Amiibo-Features. Berücke mit einem Toad-Amiibo auf einer abgeschlossenen Seite auf dem Gamepad, um ein Versteckspiel zu starten. Keine Lust, ich hab keine 15 Euro für den Scheiß aus. Nicht. Ja, wie wär's denn mal das allererste grundlegende Lust? Okay, das mache ich. Spiel doch mal das Level. Was? Chaos im Gookie-Wumms-Tempel. Mein Rekord ist 33 Sekunden. Wie geht das überhaupt? Lauf. Wie lauf? Lauf. Ich lauf. Oh, ah! Ist drauf reingefallen. Oh nein. Ist drauf reingefallen. Okay, was jetzt? Ey, jetzt musst du dich retten. Ja, wie retten? Ja, los, rumlaufen. Ich hab Angst, dass ich da runterfalle. Mit X kannst du ranzoomen, glaube ich. Echt? Au. Oh. Boah, diese Kamera ist ja grottig. Das ist über eine Krone, weil ich 100% habe. Yeah. Wie komm ich da jetzt hoch? Da üben. Ach da. Ach so. Mit A und so kannst du Sachen rausziehen aus dem Boden. Verwende den Stick oder... Okay. Ja, langweilig, wenn ich das spielen würde. Ich hab's schon durch, aber... Ja, ich bin hier der Profi. Ich bin Buffles. Ich kann Captain Toad sehr gut. Ich habe es jahrelang geübt. Ich bin der Speedrunner schlechthin, wie man 100% sieht. 100% Weltrekordhalter bestimmt. Hier, was ist das da? Das ist eine Blume, du musst mehrmals ziehen. Und dann kriegst du einen Pilz. Cool. Der würde dich groß machen, falls du schon mal getroffen worden bist. Ich bin aber groß. Ja, deswegen. Und stark. Okay, was ist hier? Einfach warten, bis es sich dreht. Okay, ist durch. Ist nicht da. Ja, da geht's hoch. Hier ist Geld. Ich will da... Wow. Musst du sicher ein bisschen drehen? Oh, diese Kamera ist ja grottig. Wie kann man sich sowas kaufen? Ja, 3D-World war doch auch cool, oder? Oh, nein. In 3D-World haben wir das genauso gespielt. Ich hab's damals schon gehasst. Echt? Ja, ich hasse diese Sicht. Echt, das wäre doch lustig, 3D-World. Nicht reinlaufen, fällst runter. Wozu rede ich überhaupt? Ich will dahin. Siehst du, hier ist ein Stein. Ja, den habe ich doch schon. Ich verstehe das Level nicht, das ist mir zu hoch. Lass mich. Später kommen kompliziertere Level. Nein, das hier ist das Schwierigste. Weil... Ja? So weit wirst du wahrscheinlich eh nicht spielen. Doch, werde ich. Okay. Einfach Zeit abpassen, dann durchlaufen. Na, wann denn? Jetzt! Renn! Schnell. Okay, und jetzt bin ich hier. Da rein. Hier ist mich da oben gleich. Okay, das ist spektakulär. Warum muss ich das spielen? Darf ich das nicht auf meinem Kanal hochladen? Nein. Aua. Ich krieg Geld dafür. Ja, ich hab gewonnen. Sehr schön. Das hat ja nur... Du bist der kleine rote Tod. Das hat ja gar nicht lang gedauert. Und dafür kauft man sich einen Captain Toad Amiibo. Ach, bitte. Gibt in vielen verschiedenen Leveln einen Pixel Toad. Weißt du, ich will das Level da spielen. Hier sind Shy Guys. Ich spiel das Level. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber... 22 Sekunden ist das Start. Was? 22? Ja, ja. Ich renne! Yes! Oh Gott! Hä? Was denn? Ah, er hilft mir. Ja, Ruven, hilf mir. Ja, da muss man auf den Touchscreen tippen, damit das hochgeht. Oh Gott! Du kannst sie töten, wenn du eine Rübe holst. Oh Gott! Ich glaube, ich kann es auch aufhalten. Hilf sie! Wie komme ich jetzt hoch? Ja, da musst du halt runterlaufen. Wie, da runter? Ja, da. Hilfe! Und dann musst du das runter machen. Dann musst du da hoch. Diese Kamera tut in den Augen weh. Dieses Konzept ist nicht reif. Dieses Konzept ist sehr reif. Nein! Achso, warte, genau, du musst da jetzt rauf und dann dahin hoch und dann runter. Oh, Captain Todd verletzt sich doch. Gut, ich hab's geschafft. Ganz alleine. Naja. Ja, ganz alleine. Ja, der wenig alleine. Ich fand mich sehr alleine. Ich fühlte mich sehr allein gelassen in diesem Level. Gut, und dann machen wir jetzt... Was sieht denn noch cool aus? Da gibt's ein Boss-Level. Oh! Ich will aber nicht. Der sieht gruselig aus. Das ist aber nur ein Drache. Ich habe aber Angst vor dem. Du brauchst doch keinen Stift dafür. Doch, ich will einen Stift haben. Du kannst mit dem Stift eh nichts machen. Doch, kann ich. Du kannst mit dem Stift... nix. Okay, jetzt besiege ich den Boss ganz alleine. Oh! Das sieht doof aus.
Hölle? Das ist der Boss. Das ist ein Teil. Ah! Hey, ich hab Geld. Du musst im Grunde nur einfach nur überleben, das ist alles. Was? Echt? Ja. Also, die Sicht solltest du vielleicht auch mal drehen. Also kann ich mich einfach, einfach hier hinstellen oder was? Das ist einfach nur ein normales Level und du wirst ab und zu getroffen. Das ist ach alles. So! Ach so ist das! Ach so! Ey, Captain Toad kann leider nicht kämpfen. Bist getroffen! Captain Toad, renn! Oh, das ist voll spektakulär, das Spiel. Ja klar, das Captain Toad spektakulär. Ich werde mit dieser Scheißsteuerung nie genug zurechtkommen. Ach Quatsch, die Steuerung ist auch toll. Die ist Dreck. Es gibt ihm bei allen tolles Level, das zeige ich dir sogar gleich dann. Das ist ganz lustig sogar. Die Auflösung ist genauso Mist. HD! Also das braucht noch mehr HD. Captain Toad wirkt sehr pixelig. Oh, ich will Geld. Quatsch, Captain Toad wirkt nicht pixelig. Doch, Captain Toad wirkt sehr pixelig. Wieso? Schau's dir an. Was? Bist du voll HD? Nein! Guck mal, die Schuppen von dem Drachen leuchten. Oh Gott. Ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. Ja, HD findet der hier. Da, ich renne. Ihm ist das gar nicht mal so schwierig. Ich habe erwartet, dass das schwieriger wird. Ich glaube, ich mach gleich den Final Boss. Ja, aber der Final Boss ist aber auch nicht schwierig, der dauert nur ewig. Echt? Ja, der dauert ewig. Da musst du erst noch so ein paar Parcours durchlaufen und da musst du mit Rüben bewerben. Oh nein, es kommt ja noch mehr Feuer. Rette mich. Das geht gleich weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Help. Ich hab gesagt, dass ich Captain Toad nicht spielen möchte. Au. Das ist mir zu schwer, Rufen. Gut, dann... Rufen mich, mach Rage Quit. Das ist, okay. Ist nichts für mich. Rage Quit. Mach das Level weg. Ich möchte das Final Level spielen. Okay. Das ist genau mein Level, ich weiß es. Ja, das ist ein Level, das möchte ich dir sogar zeigen. Das ist ganz lustig. Okay, dann mach das mal. Ja, nee, das kannst du spielen. Ach so. Das ist ganz lustig. Türkische Geistergalerie. Kommt das eigentlich? Ah, hier ist es ja. Was? Das ist Feuer. Ja, ja. Ich sehe Feuer. Okay. Ja, das war nicht ich, das war Rufen. Ich hab nicht den Weg geachtet. Okay, was ist das jetzt? Man läuft. Ja, das ist lustig. Nee, ist es nicht. Oh. Wow. Spektakuläres Level. Ich habe noch nie was Besseres gesehen als Captain Toad. Ich freue mich im Übrigen darauf, die Thumbnails zu machen. Ist das nicht atemberaubend, wie du so ganz knapp den Tod entrinnst? Ganz knapp eher nicht. Das ist eher unspektakulär. Das ist eh nur Captain Toad. Was sind denn sonst noch für Sounds? Ach, geschafft. Gott. Und dafür hast du wie viel ausgegeben? 50 Euro. Oh Gott. Aber davon hättest du dir so viele Pizzen kaufen können. Mario Party 10. Ja. Und Mario Party 10. Plus eine Pizza. Pizza ist besser als Mario Party 10. Und auch besser als Captain Toad. Ich mag das Level. Das Level sieht doof aus. Das ist mein Stift eigentlich. Der Stift ist da. Achso, danke schön. Den ergonomischen Stift hast du ja eh. So, drin. So, das hast du sehr gut gemacht. Das ist der Feinboss. Was? Das ist hervorragend. Das ist ein Vogel. Das ist Bingo. Der sieht doof aus. Und deshalb vergab es 240. Das ist so eine halbwegs gute Zeit. Das heißt, so viele Sekunden arbeitet man daran. Der sieht unsympathisch aus. Willst du mal aus unsympathisch in diesem Spiel sehen? Okay, dafür bin ich bereit. Da, zeitloser Mumienschatz. Was? Du hast jetzt endlich viele Ebenen, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie viele, oder vielleicht auch ein Ende. Das musst du zum 100% einmal auf 50 Ebenen schaffen. Und dann, ja, sammelst du halt Geld. Man rennt einfach, oder was? Also du sammelst Geld und gehst in die nächste Ebene, oder? Und das ist die ganze Zeit dasselbe. Und man darf sich von dem Vieh nicht erwischen lassen, oder ja. Was? Wow. Zwei Treffer, man ist tot. Ab und zu gibt's Pilze, wenn man Glück hat. Dann okay, dann machen wir das jetzt noch. Das wird spektakulär. Oh, du hast verloren, Rufen. Du bist schlecht. Du machst nochmal. Au, du musst aber der Kamera-Brain. Ich kann schlecht mit der Kamera arbeiten. Ja, ich auch nicht. Das ist dir, weil die schlecht ist, die Captain Toad-Kamera. Ach so, nee, ich kann mit der Kamera arbeiten. Ich habe vergessen, wie es funktioniert. Ich fand die Kamera schon immer sehr schlecht. Ja, das ist das Interessanteste an diesem Spiel. Das ist das ganze Spiel? Ja, nein, das ist halt diese Ebene. Also das ist ein Ebenenquatsch halt. Und stell dir vor, es gibt Leute, die Let's Playen das. Das hier. Das ist so ein 100% Let's Play halt. Spektakulärer Mist. Warum trifft das Ding nicht? Es ist langsam. Es läuft halt nicht schnell. Es war mal schneller gerade eben. Wow. Man kann es ja schwerer machen und immer so drehen.
Oh, Ebene 5 schon. Level jetzt nebenbei solche Raumboss-Kerle. Oh Gott. Ist ja schrecklich. Aber die kann man doch auch für sich nutzen, oder? Ja klar, das tue ich hier gerade. Ach, dafür sind die da? Ja, größtenteils, ja. Oh, unglaublich. Ist schwierig, oder? Nein. Nicht? Nein, es sieht sehr spaßig und leicht aus. Ein Spaß für die ganze Familie. Klar, macht sehr viel Spaß. Ich glaube, das kannst du hier lassen für meine Geschwister. Damit die auch Captain Toad spielen können. Also das Level ist in sich sogar schwierig, weil die 50 Ebenen sind echt schwierig zu erreichen. Warum denn? Weil man durch Glück immer, ja gut, nein, in diesem Falle Pech, immer sehr leicht getötet werden kann. Okay. Es hat dich leicht. Man kriegt später den Bau noch 3 von diesen Mumien und dann kommen später irgendwelche blöden Pflanzen, die schwierig auszuweichen. Also es wird schon schwierig, aber... Ah ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Das ist auch schwierig. Nein, es ist einfach. Viele Leute regen sich über dieses Level auf, ich auch. Warum spielst du es dann? Ja, um es dir zu zeigen. Bestes Level im Spiel. Guck, und dann meint man mal, wegen der Kamera, da geht's weiter, aber es geht nicht weiter. Tolles Spiel. Ich bin getroffen und dann war's das. GG. Ich will, dass das Spiel eine Ego-Perspektive hat. Kann näher ranzoomen. Nein, so eine Ego-Perspektive. Dass man das wäre cool, mit Oculus Rift Support. Dass man das aus Toads Augen sieht. Ja, Oculus Rift Support. Ach Gott. Captain Toad mit Oculus Rift? Ja. Auf der Wii U? Ja. Nein. Die Oculus Rift kann man für die Wii U bestimmt programmieren, das ist doch... Ja, dann mach mal. Sicher eine Sache der Möglichkeit. Dann fangen wir an. Ja, ich hab keine Oculus Rift. Na, dann hol dir eine, du hast doch YouTube-Geld. Weißt du, wie viel die kostet? Wenig. Viel. 400? Ja. Das siehst du, geht doch. Das ist teuer. Ja, du hast doch YouTube-Money. Ich hab nicht so viel YouTube-Money. Dann verkauf deine Wii U. Ja, das könnte ich echt machen. Was? Ja, da kommt eh nichts mehr Gescheites raus. Was? Ey, noch ein Zelda und das war's dann. Aber du hast doch Smash Bros. Ja, aber sonst? Ja, Smash Bros. Ist der Dauerbrenner. Die Wii U ist eine geile Konsole, da war keine Spiele, so. 666 hört man aufhören. Was? 666? Ja, Münzen. Ach so, die Zahl des Buffels. Ja. Sehr gut. Tolles Spiel. Was gibt's denn noch für Bonus-Level? Also hier kann man nochmal die ganzen... Hier geht's noch so ein Münzen... Ah, die kann man... Die darfst du gleich mal spielen, sind lustig. Da gibt's hier, du kannst die einzelnen Prologe für die Episoden mal spielen. Wow. Das ist auch Zeitvorgaben, die man schaffen muss. Dann gibt's ein paar, ach genau, stimmt. Das Spiel hier enthält alle 3D-World-Level, glaube ich. Was? Also, echt? Ich glaube, es ist ein 3-Programm. Auf jeden Fall gibt's hier einige 3D-World-Level, die man im Tor spielen kann. Okay. Das ist cool. Das ist echt lustig, ja. Das ist super. Kann man alle Level mit Captain Toad erkunden. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Wie lang hast du jetzt schon in deinem Leben Captain Toad gespielt? Nicht genug, um den Preis zu rechtfertigen. Nicht genug. Wie lange denn? Nebenbei, ich hätte immer mal geplant, Reviews von diesem Spiel zu machen, was ich im Endeffekt nicht gemacht habe, weil ich nie Reviews mache, weil ich mir zu voll für sowas bin. Reviews passen auch nicht zu dir. Hol dir dafür lieber alte 4 Games. Ich kann ihn nachher bei Skype anschreiben. Ja, genau, sag ihm, er soll einen Captain Todd der Hedgehog Review machen. Ich glaube, da wird er mich blocken. Ich glaube, hatte ich mal eine Wii U, oder? Doch. Hatte? Ja, hat er. Oh, okay. Glaube ich jedenfalls. Ah. Ich weiß es nicht. Du kriegst nämlich das Spiel 100% durch, hast hier diese Dinge geschenkt. Okay, Münzen. Das sind Münzen, war ein Spiel das mal. Okay, was macht man da? Es gibt für alle 3 Episoden gibt's so ein extra Münzminispiel und das ist das extra Münzminispiel für die Episode 1. Okay, was macht man da? Du kriegst einen Pilz und dann kannst du diese Dinge einlaufen. Das kannst du da mitnehmen. Okay. Der muss rausziehen, dann. Ach so. Siehst du? Ach so. An sich sehr lustig, finde ich. Ja, die Idee ist sehr nett, aber... Du kriegst halt Leben geschenkt während des Spiels. Boah, unglaublich. Kannst hier, wie gesagt, auch Leben farmen. Oh, ich muss sagen, dass Captain Toad mich sehr begeistert. Dann gibt's einen Münzrekord. Jetzt im Münzen raus. Ja, da war nebenbei auch noch was anderes. Es gibt immer 2 Möglichkeiten, diese Minispiele zu spielen. Ja, ist mir aber egal. Es gibt einmal das Kirschen und einmal das Hacken. Okay, dann nehme ich hier ist das Hacken. Das Hacken ist immer lustig. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Also du nimmst das Schaufelchen dahin, ja, das Händchen und haust rein. Okay. So, oder? Ja. Wow, das ist ja spektakulär. Also, mir gefällt das. Ja, ich habe auch eine große Begeisterung dafür über. Ist das Münzfest? Dann nehme ich erst das Münzfest. Das gibt die meisten Münzen auch. Jetzt will ich mal den Unterschied zwischen dem da sehen. Ich will mal da rechts rein. Oh, der schläft ja. Kann er auch aufwachen? Kannst antippen. Aber dann wacht er nicht auf. Nee, das ist richtig, er wacht er nicht auf. Er ist ziemlich robust, muss ich sagen. Ist robust, der Traum. Oh, und jetzt kannst du da durch die Gegend rennen. Ey, das kennt selbst nur ich noch nicht. Boah. Das kenne ich auch noch nicht. Ich
habe hier bisher immer nur das Hacken-Minispiel gespielt. Tja. Aber das Hacken-Minispiel gibt da deutlich mehr Münzen, siehst du? Ja, Quatsch. Du hattest fast alle. Echt? Guck dir mal an, 413 mit dem Hacken. Wie viele gibt's hier beim Hacken? Weiß das ich nicht, mehr. Das will ich erst, was ist mal so. Mehr anscheinend. Ja, Quatsch. Du bist sicher weniger. Der muss aufwachen. Ich wollte gerade schon sagen, hör auf mit dem Finger drauf zu gehen. Mit dem Nägel ist okay. Ich war mit dem Nagel. Ja, das ist auch richtig so. Hier gibt's einen Goldpilz und dann einen Weg nach unten immer. Hey. Ne? Du musst da das noch. Siehst du, hier gibt's tausendmal mehr Geld, oder? Nö. Doch. Das war gleich viel. 413 Münzen kann man da kriegen. Sogar mehr. Woher weißt du das? Weil ich so viel hab, siehst du meinen Münzrekord nicht. Ah, da, tatsächlich. Ja, das macht sehr viel Spaß. Ach, willst du mal, willst mich, ich will es gleich nochmal spielen. So, das hat mich so sehr begeistert. Das will ich gleich nochmal spielen. Das kann man doch glauben. Also das hören, das Bafel ist begeistert, dieses Produkt überzeugt ihn. Oh ja. Ist halt auch gut bei den Minispielen, wenn du auf den Goldpilz zusteuerst, dann hast du wunderfest. Ja, ich hab's geschafft. Gut. Willst du mir den Rekord überbieten? Nee, will ich nicht. Ich glaube kaum, dass es machbar ist. Aber so viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß. Das ist nämlich nur noch den Münzwahn hier und dann da noch mal links. Ja klar. Hacken ist meine Spezialität. Ich bin der Superhacker. Erstmal sehr Münzen. Aber warum hat er deine Brille? Hat er eine Sehschwäche? Ja, das ist der Brillentaut, der liest Bücher. Ach so. Und der andere auch, aber der ist kein Brille. Ja, aber warum hat denn der keine Brille? Der hat keine Brille. Das ist nicht der gebildete Taut. Ach so. Ja, Brille. Du musst jetzt schnell das Ding holen und dann zeig mal. Oh, das war scheiße. Egal. Guck mal, so schön war das auch gar nicht. Guck mal, hast sogar fast alles. Ja, fast. Ja, fast. Das geht auch besser. Das will ich im Wahn. Ja, dann mach. Es wird Captain Toad gesuchtet hier. Das wird jetzt hier eine Stunde Captain Toad. Auf jeden Fall an die Leute, die jetzt sich gefragt haben, ey, du wolltest doch mal ein Let's Play von dem Spiel machen, warum, wo ist das? Du wolltest doch eins machen, warum hast du schon 1% geholt? Also die Sache ist halt die, ich hätte das Spiel irgendwann mal gespielt dann, aber mal zum Testen bist und dann ist mir aufgefallen, sag mal, das sieht jetzt nicht so interessant aus, als dass man davon ein Let's Play machen sollte. Und ich denke, ich habe schon gesehen, das ist nichts, bevor man sich ein Let's Play anschauen will. Ja, das glaube ich allerdings auch. Oh, so gut zum Pilz. Oh, das war echt frustrierend. Du hast denn da nicht die Kirschen vom zweiten Level gesehen? Echt nicht? Nee. Oh, da will ich da auch mal rein. So Münzen. Also Rausch. Ja, nur zur Info an die das wissen wollten. Es gab einige, die das gefragt, deswegen, ja, wenigstens das Video. Weißt du, was du deinen Zuschauern auch noch schuldest? Was denn? Hartu für Boyfriend. Nein. Bei Twitch. Nein. Doch. Warum sollte ich sowas tun? Einfach ziehen, ganz schnell hämmern. Zieh dich wund. Ach so. Wow. Das sieht total aus. Ja, sehr. Okay. Du musst Hartu für Boyfriend streamen. Nein. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß mit diesem wunderbaren Captain Toad. Oh ja, Captain Toad hat mich so sehr begeistert, dass ich gleich FIFA spielen möchte. Du willst gleich eine Wii U kaufen. Echt? Ach so, ja klar, direkt im Captain Toad Bundle. Das ist eine Captain Toad, das ist ein Kaufgrund. Captain Toad. Ich möchte eine Wii mit Captain Toad Aufdruck. Warum nicht? Ich möchte eine Wii in Captain Toad Form. Das gibt's nicht. So eine Skulptur mit Captain Toad, der eine Wii U in der Hand hält. Aus Gold und Platin. Geh irgendwo hin und gib den 5000 Euro, die machen das dann. 5000 nur? Ich will Platin, Diamanten da drin haben. Ja. Aber gut, man merkt, ich bin sehr erfreut von dem Spiel. Kauft es euch für billige 40 Euro. Ich glaube, mittlerweile kann man es auch billiger bekommen. Nebenbei, guck mal, das sind optische Täuschungen hier. Es bietet unglaublich. Optische Täuschungen? Kann man, dreh mal ein bisschen. Es bietet ein paar Minütchen Spielspaß. Guck mal, das ist nämlich so vorausgezogen, siehst du? Boah, das ist nicht cool. Ja. Unfassbar, wer hätte damit gerechnet, das sieht man doch. Ja, von oben, aber wenn du dich nur so in der seitlich bewegst. Ja, das sieht man doch. Jetzt sieht man das. Ja, das sieht man doch. Ja, jetzt. So. Guck mal, das ist ganz toll. Oh, den mache ich, den will ich antippen. Tipp ihn an. Doch, tipp ihn an. Komm. Muss ihn an. Danke. Das ist jetzt meine Zufriedenheit. Gut. Kauft euch das Captain Toad Spiel, sehr, sehr zu empfehlen. Kann man ja sterben? Ja klar, doch nicht. Scheinbar nicht. Aber ein Pilz. Danke für den Pilz. Hiermit überreiche ich Rufen das Gamepad. Rufen wird sicher noch irgendwas Spannendes tun. Weiß nicht, kann man was machen, aber man kann Start drücken. Das kann man doch auf jeden Fall. Oh, wir spielen so echt Version 1.1. Man hat eben das abgeupdatete in die Hand gedrückt. Jaha, ich spiele direkt die bessere Version.
Mit Amiibo-Support, ohne Amiibos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Fehler behoben worden ist, sondern einfach nur, dass das Amiibo-Support drin ist. Captain Toad hat keine Fehler. Captain Toad ist perfekt. Kommen wir nicht mit Fehler behoben. Es gibt doch keinen Fehler in dem Spiel, das stimmt schon. Na also, das geht doch. Wobei man kann sagen, dass das Spiel der Fehler ist. Und vor allem, das ist echt cool. Weil das ist nämlich auch ein Stern. Oh. Das ist echt cool. Ich finde das toll. Begeisternd, was Nintendo hier geleistet hat. Das ist eine Blume, dann ist es ein Stern. Das würde ich kaufen. Ja klar, also das ach Gott. Wenn das ganze Spiel so toll wäre, dann... Ja, ist es aber leider nicht. Nee, leider nicht. Für 30 Euro vielleicht, für 20 auf jeden Fall, aber nicht für 40. Ja, für 5. Was? Nein. Ich würde es für 5 kaufen. Weil, das wäre das perfekte DLC-Spiel gewesen. So Captain Toad Episode 1, 10 Euro und dann 5 Euro Episode 2, 5 Euro Episode 3 und dann den Bonus halt... 50. Nee, den gibt's für den Captain Toad Amiibo. Ach so. Dann hätte das Ganze auch mal Sinn irgendwo. Ja stimmt, aber nein. 40 Euro, Vollpreisspiel hier, Captain Toad. Scheiß Spiel. Gibt's dafür nicht bald noch DLCs oder sowas? Nee, ja, ich glaube nicht. Oh, schade. Aber es ist so toll. Dafür hat es sich gut durchgesetzt. Echt? Nee. Okay, das will ich auch hoffen. Gut, ich denke, das war's damit, Captain. Ich greife zum Aus, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag noch. Tschüss.